confirmed that several nuclear warheads have detonated across the continent. Prepare as the world braces for the inevitable retaliation to the... Both the United States and Soviet Union have called for a ceasefire just days after the... Left to pick up the pieces. Great swathes of land across Eurasia, most heavily affected by the fallout from the nuclear... ...to vote by the Union of Allied Nations to ensure a conflict of this scale will never happen again. Range flesh-like vines. Group calling themselves a Tempest Dynasty have claimed responsibility for... More often in highly irradiated zones seem to be emerging from the Earth. It's too perfectly coarse, like it wanted to be this shape. I think it was built for the Tempest, or maybe the other way around. Is there a way in? Well, it appears to be laid out like a ziggurat. Show me. Uh-huh. Oh, yes. Yes, follow me. Inform the boy. We'll want to know about this. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Tempest Rising. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch dran, dass wir hier gemeinsam reingeschaut haben im Jahr 2023 in einen Playtest und dann wurde es doch aus meiner Sicht relativ still um Tempest Rising, einem Spiel, was als Echtzeitstrategiespiel Hoffnung der Neuzeit sozusagen von Anfang an gehandelt wurde, weil man sich hier sehr offen und auch mit Stolz darauf an Command and Conquer orientiert haben möchte. Ja, geplante Veröffentlichungszeitpunkte sind dann erstmal geplatzt. Wir konnten uns in einer Mission ein bisschen austoben. So, und jetzt, fast klammheimlich will ich mal sagen, hat hier der Entwickler anlässlich der Tacticon eine Demo rausgebracht, in der zwei Missionen wohl gespielt werden können. Da wollen wir natürlich in beide auch wenigstens mal reingucken. Und zwar von der einen Seite der Medaille und von der anderen Seite der Medaille. Ansonsten können wir hier noch nicht viel machen. Bin aber mal gespannt und freue mich drauf, dass wir hier mal in die Kampagne reinschauen können. Wann das Ganze dann veröffentlicht wird, ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn ihr den Playtest nicht gesehen haben solltet, der hier auf dem Kanal als angespielt vorgestellt wurde, empfehle ich euch, den auf jeden Fall auch anzuschauen. Ich verknüpfe euch hier einen entsprechenden Link hier in den
Infokarten. Und nun, denke ich mal, haben wir aber genug der Vorrede. Schauen wir in die Kampagne rein. Wir haben hier die Global Defense Forces und Tempest Dynasty. Wenn wir gerade schon mal über Command & Conquer geredet haben, wissen wir natürlich, woran das Ganze angelehnt ist. Wir fangen mal hier, denke ich mal, einfach mit der GDF an und starten die Demo. Loading. Please stand by. Commander, still a nice work, but we're not done here yet. Stand by. I'm patching you through to R&D. Dr. Francis wants a word with you. Dr. Francis, this is the one I told you about. Ist das die Mission, die wir im Playtest hatten? Ich glaube nicht. Ah, good. You're the one operating near Flotschassienhof, right? Anything and everything related to Tempest Research goes through my team. And Iceland has Tempest in abundance. We have over 24 harvesting jobs over there. And evidently the small military presence the Council deemed to allot us isn't anywhere near enough. The Dynasty wants the Tempest. I need you to keep them off our harvesters. I think you can do that. Klar, von den Erntemaschinen abhalten. Ach, hier richtig mit Gesprächsoptionen. Tell me more about the Tempest. How do you harvest the Tempest? What is the Tempest used for? No further questions. Nee, wir gehen jetzt natürlich mal alles durch, wenn das geht. Und führen wir uns das alles hier in epischer Breite zu Gemüte, soweit die Demo das zulässt. First time working in the field with it? Vines are usually what catches the eye first, but it's the pods that are the highest interest. The fluid inside carries an incredible potential for energy conversion. Clean and extremely efficient. Power that grows on trees. Far too hyperbolic for my taste, but you get the picture. I know Carmen and Writhing, the Tempest looks downright nightmarish, but we found it favors areas of high fallout saturation for a reason. As it spreads, the radiation readings go down. Still, we have a lot yet to learn. I have biologists working on its cellular structure. The interesting thing is, it looks like a plant, but it's not. It's not even eukaryotic. Das Spice muss fließen. Oder wie ist das Zeug bei Command & Conquer nochmal? Ich komme bestimmt noch drauf. So, wie ernten wir denn den Tempest? Our harvesters extract the Tempest fluid directly from the pods and carry it back to the refinery for processing and is added to your credits. The refinery can only store so much, but you can use silos to store the excess. Wir benötigen Silos. Harvesters are shielded to prevent the buildup of Tempest. Mähdrescher einsatzbereit. A charge plays havoc with electronics, and most vehicles aren't graded for proximity to the Tempest. The Dynasty does things a little different. Instead of a refinery, they use those huge mobile rigs. Okay, Tiberium hieß es bei Command & Conquer. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Wie konnte ich das nur vergessen? So, und wofür wird das Tempest denn benutzt? For the most part, the juice is used as an energy source. It's combustible, but the easiest and safest way to harness the energy is with simple electrodes. You don't have to worry about that, though. The Tempest you harvest is accumulated as credits, which you can then use to construct a base and build your forces. From the way the Tempest interferes with unshielded tech, it also shows potential for use on the battlefield, with charged imbued shells. We're currently field testing these. Before research was suspended, prior evidence indicates that no part of the Tempest formation is edible. Jawohl, eine Energiequelle und wird auch als Währung verwendet. Für uns wichtig zum Aufbau der Basis. Noch Fragen, Hauser? Nein, Kienzler. Good. Take care of my techies out there. If you'll excuse me. Colonel. Commander, I'm sending your troops to reinforce a base that just went dark. Push the Dynasty out, repair the base, and get our refineries back online. If the Dynasty are here for our Tempest, harvest as much as you can before they can take it. The nest has been kicked. Let's see what comes crawling out. Okay, ins Nest gestochen, mal gucken, was rauskommt. So, Main Menu, Doctrine, Armory, Missions. Okay, man könnte hier noch Dinge einstellen. Ich habe hier ein bisschen Kohle. Die könnte ich ausgeben. Hier gibt's Loadouts, also wahrscheinlich auch eine Entwicklung von Mission zu Mission, sowas kaufe ich denn für 1500 Tacken? Aircraft Armor.
Ich weiß noch nicht mal, ob ich Aircrafts bekomme. So, alle Infanterieeinheiten heilen sich selber. Are you sure you want to buy first aid kit? This will leave you with 1500. Ja. So, was können wir noch machen? Erhöhte Sichtweise, passives Scannersystem. All Vehicles. Okay, machen wir noch ein bisschen Vehikelheilung hier. Alles klar. So, Deploy nehme ich an. Okay. Island. The GDF base is under attack. You'll be commanding the reinforcements. Reach and recapture the base before it falls. Once harvesting operations are back online, protect your harvesters as they gather the remaining Tempest. The Dynasty are establishing bases in GDF-held zones to take our Tempest. They are to be denied. Okay, der Gegner möchte uns das Tempest wegnehmen. Und das sollen wir nicht zulassen. Gut, versuchen wir. Läuft doch alles glatt. Mission erfolgreich beendet, oder? Loading. Please stand by. Okay, jetzt scheint wirklich das Hauptspiel geladen zu werden. Okay, da sind wir. You're picking us up, Commander. Entering zone of action now. Let's get to the base. Weapons at the ready. We don't know what's out there. The Riot Band can carry up to 6 infantry units at a time. Its riot suppression ability can stun enemy infantry for a few seconds. Was? Irgendeine Einheit kann Gegner betäuben. So, WASD macht nix. Oh, mit den Pfeiltasten. Das ist aber ungünstig. So, rechte Maustaste gedrückt, macht nix. Maus, mittlere Maustaste gedrückt, okay. Aufstandswagen. Der Sentinel. Nee, gut. So, wo müssen wir denn hin? Hier hin. Ist das die Basis, wo wir hin müssen? Nee. Das ist die Basis, wo wir hin müssen. Gut, wahrscheinlich dann entlang des Weges. Auf Flammenwerfer ist aber nicht so gut. Okay, ich habe was gekauft, dass die Einheiten sich selber reparieren, richtig? So, neuer Tipp. Suppression System stuns enemy infantry. Okay, es kostet Intelligence, also Aufklärung. Dafür kann ich die Gegner lähmen. Habe ich dafür eine eigene Funktion? Stop. Suppression System. Okay. Unload. Contained Units. Ach, da sind ja auch Einheiten drin. Field Scouts. Was haben wir hier? Field Scouts, Grenadiers. Okay, verstehe. Okay, also wohl hier runter.
Neuer Tipp. Marking Rounds. Switching to Marking Rounds deals less damage, but marks enemies. Marked enemies generate intel for you if they die while marked. Aha. Ich kann Gegner mit einer speziellen Munition markieren. Die macht weniger Schaden, aber wenn sie sterben, während sie markiert sind, bringt es Aufklärungspunkte. Da gibt das Sinn, aber es ist auf jeden Fall eine Spielmechanik. Okay. Hatte denn hier das Suppressionssystem hier? So, werde ich die Munition ändern können? Attack Move, Move, Guard, Patrol, Hold Position. Ja, wahrscheinlich geht das nur. Marking Projectiles. Okay, das hätte ich ändern müssen. Okay, dann stellen wir das mal um. Mal gucken, wie lange das Fahrzeug noch durchhält. So, Guard, Repair, Patrol, Hold Position. Na, wenn es sich wieder selber repariert, dann allerdings extrem langsam. So, Suppression System. Na, geht's hier weiter? Eieiei. Das scheint ihn gar nicht zu jucken. Wird sich denken, was kratzt mich hier am Rücken? Was juckt's mich hier? Läuft noch einer rum. Okay. Okay, das ging flott. Oh, da kommt noch mehr. Ging gut, ne? So, was haben wir hier rechts noch? Können wir da hinfahren? Oh, wahrscheinlich hier Fässer sprengen. Was ist das hier? Hab ich die Energieversorgung getötet. Gibt's hier irgendwas zu holen? Nee, außer dass ich hier wieder rumfahren kann. Take it, was auch immer. Okay, Tempest. Unload. Okay, hier sind nämlich noch weitere Einheiten dabei. Ja, doof, wenn das Fahrzeug hier kaputt geht, während die Einheiten drin sind, oder? Oh. Noch ein Tipp. Unload Troops. Hier, solange sie sich nicht zu mir rumdrehen, ist ja alles gut. Die gegnerischen Truppen greifen, das ist offensichtlich meine Basis hier unten.
Good job, Commander. I have the base back online. Let's get that Tempest harvested. Okay, ernten. Ernten. So, jetzt kann ich die Einheiten auch steuern. So, ihr bleibt mal hier. So, wo ist der Harvester? Networked Units gain advantage against market targets. Wo ist meine Erntemaschine? Achso, hier unten muss auch noch geerntet werden. Sollte ich dich vielleicht erstmal rausschicken? Um hier zu ernten. Okay. Neue Harvester bauen. Kann ich hier noch neue bauen? Raffinerie, Armor. Gibt es hier irgendwie eine Pausefunktion? P, Pause, keine Ahnung. So. Neuer Tipp. Networked Units. Units like Hunter are networked. This perk gives attack range. Gut, ein Bonus, wenn die miteinander verbunden sind. So, die Raffinerie. So, was zeigt mir die Raffinerie hier an? Power Plant. Energie scheint da zu sein. Raffinerie, Baracken. Silos. So, Raffinerie. Ah, Construction Yard. Wie baue ich denn da was? Verteidigung, Infanterie. So, Missing Tech. So, Buildings, Power Plant, Silo. Okay, dann bauen wir erstmal Baracken. Our base is under attack. Constructing. Base is under attack, wo? Ach, da. Our base is under attack. Was denn hier für Einheiten? Ach so. Construction complete. Is under attack. Ui. Kann ich denn hier noch weitere Verteidigungstürme bauen? Gatling Turret. Hier drauf. Constructing. So, Baracken. Wo ist denn meine Kohle? Hier. Credits. Population. Intelligence. So, was können wir hier noch bauen? Drone Operator. Against Air Units and Vehicles. Air Infantry Fighter with decent range. Engineer. Can steal und so weiter. Training. So, die will ich da unten mit ans Tor stellen. Hier zu denen. Machen wir noch welche hier. Unit ready. So, aber am liebsten, wie bekomme ich denn hier Technologie? So, Verteidigung, so Kontrolltor, Unit Buildings, ready. Vehicle Bay könnte ich auch bauen. Satellite, Uplink, okay, Vehicles. Constructing. Insufficient funds. Ja, nicht genug Kohle. Kommt ja jetzt wieder was dazu. Ja, gibt sofort wieder Command & Conquer Feelings hier, ne? Unit ready. Dynasty Guards. Kann ich die anlocken? Yes, sir. Nur anlocken und dann wieder abhauen? Die anderen haben es gemerkt. Engaging enemy. Sir, yes, sir. You got it. Move out. Na gut, bedingt. Die können ich allerdings auch locker platt machen, gehe ich von aus. Was wird hier angezeigt für ein Kreis? Was bedeutet der? Kann ich hier noch irgendwelche Ressourcen klar machen? Oh, hier ist auch die Gatling-Kanone beschädigt. Insufficient funds. Da werden wir mal hier. Constructing. Ja, nicht genug Kohle.
wäre es vielleicht doch günstiger gewesen. Das mache ich gleich mal, wenn das nächste Mal zurückkommt. Erstmal hier in der Nähe abzugrasen. Ich habe da, glaube ich, falsch überlegt. Insofern, dass ich dachte, erstmal die risikoreicheren Gebiete abfarmen und uns das hier als Notreserve aufheben, ergibt aber gar keinen Sinn eigentlich. Also besser ist, hier zuerst zu farmen, weil ich da schneller dran komme. So, da werde ich jetzt auch drauf achten. So, Concrete Wall. Kann ich nicht bauen? Missing Tech. Okay. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen auf die Erntemaschine aufpassen. Construction complete. So, Construction complete. So, und ich möchte... So, Sentinel. Hier, Harvest das. Insufficient funds. Was kosten die Harvester denn? 1300. So, ich will trotzdem, dass 4 Stück unterwegs sind. Achso, mit WASD kann man hier noch Dinge umstellen. Actions, okay. Was? Wo? Okay, dann haben wir hier ein paar Einheiten, die an das Tor gehen. Für den Fall der Fälle sind Drone Operators auch dabei. Sehr schön. So, Secured Area for Support Beacon Activation. Den Bereich sichern. Use an Engineer to place a Guard Tower in the Target Area. Ach, mit einem Wachturm hier in die Ziel-Dings mit einem Ingenieur. Unit ready. Eine Watchtower mit einem Ingenieur. Machen wir. Du hier sammeln. Nirgendwo anders. So, mit der nächsten Ladung kriegen wir wahrscheinlich noch ein Sammler dazu, nehme ich an. Rein da. Unit ready. Sehr schön. Unit ready. Insufficient funds. Ja, kann ich mitleben. Insufficient funds. So, die zwei kommen noch hier runter. Der Ingenieur baut dann gleich den Watchtower hier. Die Gegend sichern, okay, bedeutet hier die verschiedenen Einheiten auszuschalten. Ach, hier sind die Ziele mit auf der Karte. Gibt es auch eine große Karte? Nee. Okay, hier die Gegner vernichten. Was ist das hier? Okay, das können wir machen. So, Concrete Wall. Warum kann ich da keine hinbauen? Okay. So, Unit Ready. Okay, wegen mir sollen die Sammler hinfahren, wo sie wollen. So, was kann er denn machen? Repair, Capture. Kann man es erobern? Deploy Guard Tower. Call in a drone to deploy a garrisonable defense at the target location. Okay, Guard Tower. Ach, und Minen entschärfen kann er auch. Okay. So, Guard Tower. So, irgendwo hier rein, wurde mir gesagt. Legen Sie mal los. So, hier kann ich auch ohne das Gebäude anzuklicken gleich Einheiten in Auftrag geben. Ist auch nicht schlecht. Secondary objective accomplished. Nein, ich wollte ja keine Flagge irgendwo hinsetzen. So, accomplished. Guard Tower. So, was kann der Ingenieur noch machen? Capture, irgendwas einnehmen, reparieren. Okay, den schicken wir erstmal wieder
in vermeintliche Sicherheit. So, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Panzer bauen. So, nochmal zwei Panzer, einen an jedes Tor. Silos detected. Destroy them to disrupt enemy economy. Was? Silos? Was für Silos wurden detected? Destroy Dynasty Silos, da hinten, okay. Okay, da kommst du mal mit hier hin. Und dann, was bauen wir noch hier ein? Unit ready. Riot Van geht nicht. Sentinel. Can swap to marking rounds. Training. Da würde ich noch einen mitnehmen. Commander. Closing ground. Unit ready. Die Schweinehunde. So, brauchen auf jeden Fall hier noch Leute. Field Scouts, Drone Operators. Additional silos required. Okay, wir benötigen Silos. Kein Problem. Our base is under attack. Und wieder. Ja, ja, schon dabei. Constructing. Additional silos required. Unit ready. Constructing. So, können wir da noch was bauen? Buildings. Unit ready. Satellite uplink. Construction complete. Was macht der Satellite uplink? Ich habe keinen, ne? Repair Bay, Barracks. Vehicle Bay, Power Plant. Bauen wir mal. Constructing. So, ich denke aber, wir können hier schon mal. So, du kommst mit Marking Projectiles. Wo jetzt? Sie wollen es wissen, ne? Okay, wir fahren jetzt da oben mal raus. Low Power. Low Power, Power Plant. Constructing. Construction complete. Constructing. So, neuer Tipp. The satellite uplink grants access to upgrades for some structures. Grants Intel overtime. It unlocks Grenadier and Comsrake. Research and Riot Port, which unlocks the Riot Van by selecting the satellite uplink and clicking the Riot Port upgrade. Okay. Da kann ich Dinge erforschen und dann aufbauen. Mit Riot Port. Unlocks the Riot Port, which provides access to the Riot Medic, Riot Van and Riot Drop. Researching. Gut. Wir researchen mal. Noch mehr Silos? Okay. Constructing. Schade, dass ich hier nicht mehr hintereinander gleichzeitig einen Auftrag geben kann. Und immer darauf warten muss, dass ein Gebäude vorher fertig ist. Construction complete. Constructing. Construction complete. So, ich denke, wir produzieren noch mal ein paar Einheiten hier. 10. 10. So, hier. Construction complete. Structure upgraded. Riot Van. So, 1, 2, 4. So. Unit ready. Wir machen uns mal auf den Weg hier. Unit ready. Remote Control Drone. Allows direct control of the drone combat. Na, das schafft er das auch alleine, oder? Unit ready. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Unit ready.
clear some larger Tevis fields in the area. I'm linking you up with a support beacon. Use it to build up structures away from your base. Secure the Tempest before the Dynasty can. Okay, Tempest before Dynasty is shoved. Support beacon can be used to build structures in distant locations in combat to mark larger group of enemies. Okay. Acknowledged. So, ich nehme mal an, das muss ich mit Call in the Beacon. Acquired crates for immediate credit influx. Okay, sehr schön. Aber wie mache ich das jetzt? Unit ready. New Hint, Resource Crates. Okay, es gibt Ressourcen, das kennen wir auch. Das war die Kiste, die wir gerade aufgenommen haben. Hier, Support Beacon. Unit ready. Sorgt dafür, dass ein temporärer Beacon geholt wird, der 3 Effekte hat. Erlaubt, dass da Dinge gebaut werden. Unit ready. Unterstützung, Gegner markieren. Okay. Bitte? Secondary objective accomplished. Unit ready. So, eine Raffinerie hinbauen, flott. Okay. Constructing. Unit ready. Unit ready. So, ich dachte, ich könnte hier schnell noch Abwehrgeschütze bauen. Okay, aber ganz cool. So, trotzdem möchte ich hier gerne nochmal. Ich möchte gerne. Ach, jetzt kann ich auch Granatentürme bauen. Na, ich denke aber, Gatling reicht. So, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Ich hoffe, mir geht hier nichts flöten, weil ich zu lange Zeit für irgendwas brauche. Komm, schaffe ich noch was Zweites anzufangen? Unit ready. Unit ready. Na komm schon. Construction complete. Constructing. Okay, hat gerade noch so gereicht. So, wo werden wir angegriffen? Hier. Okay, wir brauchen zusätzlich Granatenlauncher hier. Constructing. Wir brauchen hier eine bessere Absicherung. Our base? Wo? Oh, keine gute Idee, uns da anzugreifen. Construction complete. Constructing. So, hier vorne haben wir ja auch im Grunde nicht viel. Hier haben wir gar nichts, überhaupt gar keinen Verteidigungsturm. Hoffentlich werden wir hier nicht mal irgendwann angegriffen, obwohl hier haben wir ja Einheiten. Construction complete. Die uns hoffentlich beschützen werden. Aber mit dem temporären Beacon, um irgendwo zu bauen, ist gar nicht schlecht. So, wo fahre ich am besten lang? Ah, ich glaube hier oben lang. Base under attack. Hört doch auf. Das wird doch so nix. So. Ihr kommt jetzt mit hier raus. So, werden natürlich noch neue gebaut, keine Frage. So, jetzt kann ich aber hier sagen, die sollen direkt dahin fahren, ne? So. Training. So, und ihr? Hier. Irgendwie so. Oh, weia. Weitere Silos werden gebraucht. Okay, das geht durchaus gleichzeitig.
Construction complete. Constructing. Additional silos required. Schon dabei. Construction complete. Constructing. So, die sind da. Machen wir hier noch einen Punkt hin für Nachschub. Construction complete. So, und hier. Training. So. Ich denke, aber wir können hier schon mal weiterziehen. Mit den paar wenigen Einheiten, die wir hier haben. Unit ready. Und mal gucken, was hier los ist. Unit ready. We're off. No problem. No problem. Was ist jetzt los? That's a damn rig on the ground. The Dynasty are taking a tempest. Engineers can repair vehicles, disarm mines, and construct guard towers. They can also capture enemy structures. Train an engineer and capture the Tempest rig to deny Dynasty harvesting. Was? Den Tempest Rig soll ich einnehmen? Okay, das geht freilich, ne? Dann holen wir den Ingenieur noch mal. Wo steht er denn rum? Unit lost? Habt ihr ja nicht mehr alle. So, wo ist der Ingenieur? Dem nichts zu schwören ist. Da kommt er. Ich werde mal noch zwei weitere bauen. So, die ganzen Erntemaschinen haben wir schon kaputt gemacht. So, Disarm, Repair, Capture. Also, einnehmen. Unit ready. Du schaffst das, Ingenieur. Oh, nein, 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 nicht das gegnerische Gebäude. Das greifen zum Glück nicht automatisch an. Arbeitet jetzt für uns, ja? Ha, ha. Oh, halt mal. Unit ready. Jo, Firepower ist alles, ne? Ein bisschen aus dem Weg hier. Unit ready. Constructing. So, stell zwei Gatlings hin. Unit ready. So, dann Dynasty Silos. Okay, ich lasse euch da mal alleine. Gibt es einen anderen Weg rein? Warum? Ready.
Okay, wir räumen erstmal hier ein bisschen in der Gegend auf. Meine Güte, ist hier was los. Irgendwie ein abgestürztes Flugzeug. Okay, wird Zeit, die Silos zu zerstören. Wo fahren die lang? Okay. Hauptsache, das Ziel wird erreicht. Einmal das Tor kaputt machen. Und rein da. Good job, Commander. Guter Job. Victory. Ziel erreicht. Ja, schön. Immer mit einer galanten Statistik hier über erreichte Ziele, Zusammenfassung, Einheiten, Gebäude, Ressourcen und das Ganze dann auch noch grafisch aufbereitet. So, klick hier nur einmal flott durch. Sehr schön. Lief doch ausgezeichnet, da hätte ich glatt noch ein bisschen weitermachen können. So, thank you for playing Tempest Rising Demo. We'd love to hear your feedback. Machen wir dann vielleicht später. Ja, das war eine der beiden spielbaren Missionen. Und selbstverständlich schaue ich mir die zweite Mission auch noch an. Allerdings dann, nachdem wir jetzt schon fast eine Stunde unterwegs sind, schauen wir uns die zweite Folge dann, beziehungsweise die zweite Mission dann in der nächsten Folge an. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.